Er ist im. Hä? Scheiße! Nein! Mach nicht weiter! Nein! Nein! Herzlich willkommen zu unserer Thrill-Tour durch den Park. In dieser Tour zeigen wir euch die besten Achterbahnen, die es für jeden Achterbahn-Fan im Europa-Park gibt. Zum einen hätten wir dann den Silverstar. Er ist im französischen Themenbereich und mit 73 Metern die zweithöchste Achterbahn nach Shambhala in Europa. Auf jeden Fall ist es ein gigantisches Gefühl, wenn man hochfährt und dann so in den Parkplatz runterschaut. Und dann geht es richtig ab mit 130 Stundenkilometern, 73 Meter bergab mit 1620 Meter Streckenlänge. Zum Weiteren hätten wir im französischen Themenbereich noch die Eurosat. Es ist eine Dunkelachterbahn, man sieht also relativ wenig und man fährt durch das thematisierte Universum. Es ist auch sehr empfehlenswert, diese Bahn zu fahren, vor allem wenn es dann ein bisschen kälter ist. Dann haben wir ebenfalls in der Raumfahrt thematisiert die Euromir, die ist im russischen Themenbereich. Auch hier wieder ein Spirallift wie bei der Eurosat, geht es nach oben und dann um die fünf Glaspalast, um den Glaspalast herum, und dann gibt es noch zahlreiche Abfahrten mit 80 km/h. Es ist ca. 28 Meter hoch und auch ein Thrill Ride des Europaparks. Dann kommen wir schon zum etwas neueren Wodan. Sie ist letztes Jahr gebaut worden, auch 40 Meter hoch und über 120 Stundenkilometer schnell. Auf jeden Fall ist sie auch ein absolutes Highlight des Parks, auch von der Thematisierung her. Es geht in die nordische Mythologie rein und es ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Parkfan. Dann noch zur letzten Attraktion und zum wahrscheinlich besten des ganzen Parks, zum Blue Fire Mega Coaster. Es ist auch im isländischen Themenbereich und es thematisiert Island, das heißt auch mit der Gasförderung, und alles wird auch alles schön gezeigt. Es wird ein Kraftwerk dargestellt im Bahnhof. Und man wird dann in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 katapultiert, dann geht es in den Horseshoe herauf und dann in den höchsten Looping Europas mit 32 Metern Höhe. Dann kommen noch mehrere Inversionen, also drei an der Zahl. Das heißt eine Twisted Horseshoe Roll, das sind dann zwei Rollen in einem Element dann verbunden. Und die Hardline Roll, wo es sich um die eigene Herzlinie dreht und dann bekommt man das Gefühl von Schwerelosigkeit. Poseidon und Atlantica sind dann eher Wasserachterbahnen, die man im Sommer auch gerne mal fahren kann. Die beiden sind sehr, sehr angenehm zum Fahren, sage ich es mal so. Dann Poseidon ist auch wunderschön thematisiert, ist von der Thematisierung mit Wodan zusammen eine der besten Bahnen. Und Atlantic Super Splash ist im portugiesischen Themenbereich und hier wird die Seefahrt angesprochen. In einem Piratenschiff geht es zuerst 40 Meter in die Höhe, dann dreht es sich um 90 Grad rückwärts einen kleinen Hügel hinab und dann wieder hoch. Und dann geht die zweite Abfahrt geht dann nach so vorne weg hinunter ins kühle Nass.